Hey meine Rabauken und herzlich willkommen zur großen finalen Episode von Minecraft Gefängnis. Und es wird am Ende in sich haben, Leute, das könnt ihr mir glauben, mit einem Überraschungsgast sogar. Und lasst da eine positive Bewertung da, wenn ihr wollt, dass wir danach ein neues Projekt starten. Damit wir sehen, dass ihr Bock darauf habt, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und wir hier, Elina und Gambo, wir müssen jetzt hier mal besprechen. Moin. Was haben wir denn jetzt vor mit dem hier? Der steht hier, der sitzt da immer noch. Wo haben sie denn die Preise her? Na, den habe ich verliehen bekommen. Für den besten im Lochsitzer. Yippie! Diese Amazon-Lieferanten liefern auch wirklich überall hin. Ne? Das kann man sich ja wirklich auch nicht. Ihre Glatze reflektiert. Wissen Sie das? Ich habe keine Glatze. Ach so, okay. So sauber ist sie poliert, Alter. Okay. Sieht das gar nicht, der Mann? Leute, das kann doch nicht so weitergehen. Wir müssen die Machenschaften von Don Calzono stoppen. Was hat er da aufs Schild geschrieben? Die Dudu-Ecke. Dudu-Ecke? Ja, ist das ein Geheimwort? Nein. Ich hab keine Ahnung. Er hat hingekackt. Ach, das ist eine Kackecke. Ach, okay, alles klar. Ich verstand. Die werde ich auf jeden Fall nicht adressieren. Warte, ich kann ein Foto davon machen. Foto geschossen. Kamera ist auf Cooldown. Ich muss warten. Das ist alles Beweissicherung hier. Wir machen hier wichtige Fotos. Ah. Schulproben. Warte mal, wollen wir den vor... Wer hat denn hier gerade gerülpst? Das kam aus dem Loch. Schieben Sie es mal nicht auf mich, ey. Warte mal, Lina, würdest du damit sagen, dass wir den vor Gericht bringen sollen, mit Beweisen? Ja, das muss ein Ende haben, das geht nicht mehr. Nein, wir finden da schon eine Lösung. Nein, das ist jetzt hier alles auch viel zu weit gegangen. Okay, passt auf, wir müssen zuerst Beweise sichern, damit der Fall auch vor Gericht Hand und Fuß hat. Ich habe hier Kameras für euch. Einmal Kamera und Papier für dich. Einmal Kamera, Papier für dich. Damit könnt ihr Fotos schießen. Ich habe zum Beispiel das Foto der Kackecke. So, aber das ist natürlich kein Beweis. Das habe ich nur so als Erinnerung gemacht. So, jetzt müssen wir Fotos schießen. Zum Beispiel von dieser Harley. Harley könnte doch ein Beweis sein, oder? So, habe ich ein Foto gemacht. Was machen wir noch für ein Allgemeines? Hundehütte. Warte, wir sollten jetzt nicht unbedingt... Wo ist er hin? Der gräbt sich raus! Er gräbt sich raus hinterher, Leute! Ja, einer muss sich hier mal darum kümmern, dass der hier nicht abhaut, ey. Ich sichere Beweise in der Zwischenzeit. Der haut aber anders ab. Der haut ab. Der hat eine Schaufel! Der hat eine Schaufel! Ach so, mit seiner Pizzaschaufel oder was? Da ist sein Ward. Das wollen wir nicht sehen. Der Ward, das ist echt schwer abzubauen. Oh. Ja, ihr macht das schon. So, ich muss auf jeden Fall diese Herrentoilette fotografieren, weil das ist wirklich Teufelswerk, was der da gebaut hat. Nein, ich habe seine Spur verloren. So. Nein. Bam. Foto. Ich Hammer. Kann den Namen sehen, denke nächstes ich. Beweis. Ah, nee, das ist Elina. Das bin ich hier. Leute. Habt ihr den jetzt mal? Der darf nicht wir abhauen. Wir haben hier Probleme. Das haben wir. Ich sichere hier den Ausgang. Wo ist er denn? Ah. Der muss hier irgendwo unter Also der Fortnite-Bus ist nicht da. Ich bin hier der kommt erst im Foto. Ich bin jetzt vor der Preisverleihung. Kamera ist wieder auf Cooldown, ey. Sag mal, Elina, was machst du denn hier? Ich dachte, der ist ja ab durch die Hecke schon, ey. Na okay, wir haben hier alles gesichert. Lass jetzt zur Villa fahren. Dort sind noch weitere Beweise mit Sicherheit. Nein, ihr geht nicht zur Villa. Sie kommen mit. Los, Abfahrt. Wieso muss ich denn mit? Du hast doch gar keine Gewalt über mich. Okay, meine Schaufel sieht irgendwie erbärmlich aus dagegen. Und ich habe ein Foto jetzt davon, wie sie mich bedrohen. Haha. Das wird gegen sie verwendet. Wollen Sie es mal sehen? Nö, damit... Oh, das ist wirklich ein Schnappschuss geworden, wie sie gerade mit der Dings zuschlagen wollen. Na, dann geht's jetzt. Das hat sie 3 Jahre eingebracht. Los, weiter geht's hier. Solange mein Turm unversehrt bleibt. Ach ja, die müssen wir auch noch fotografieren. Oh, die Schätze, gut, dass sie mich daran erinnert haben. Oh, nee, wir brauchen ein Ticket. Ohne mein Passwort hier wird nichts versteckt. Passwort 0000, safe. Verdammt, es ist doch was anderes. Officer Gambo, Sie kennen Don Calzono am besten. Oh, ja! Was war's? Es war 1, 2, 3, 4. Hey, sag mal, kann jemand noch mal auf den aufpassen, Leute? Ihr rennt hier alle in den Turm. So viel, der gar nicht aufgepasst hat die ganze Zeit. Oh. Aus meiner Kammer. Ja, macht mal ein Foto von dem, von der Kammer oben. Meine Preise. Macht mal ein Foto von den ganzen Goldbarren hier. Meine Preise. Kamera ist so ein Cooldown. Die ist am Überhitzen. Oh mein Gott, da ist ein Thermometer drin. Oh, ich glaube, das war ein richtig guter Shot. Oh, sauber. Okay, gut, dann bringt den mal mit jetzt. Jetzt gehen wir zur Villa. Komm doch mal mit. Ich habe da nämlich was vorbereitet. Man kommt ja eigentlich nur mit dem Boot oder mit dem Fortnite-Bus hier weg. Aber ich habe da eine Autobahn entdeckt. Da habe ich ein Auto schon mal organisiert. Was auch der... Autobahn? Sag mal, den Verbrechertransport hier auch, ne? Ja, hier, pass mal auf.
Ich hoffe, ich finde sie jetzt. Ich will... Ah ja, hier ist sie. Guck mal, wir haben so einen Polizeitransporter. Oha! Freshes Teil. Cool, ne? Wer passt auf Calzono auf? Kann ich machen. Okay, Lina, wir müssen weitere Beweise sichern. Jawohl. Dieser Porsche ist auf jeden Fall... Wer einen Porsche fährt, muss eigentlich kriminell sein. Ey! Normale Menschen können sich sowas nicht leisten. Don Calzono, einmal lächeln bitte. Ich will ein Bild Nein! Haben. So, Lina. Oh. Warte, ich weiß, dass wir fotografieren können, Lina. Komm mal mit. Ja, ich fotografiere gerade hier. Was machst du? Villa. Ah ja, Villa ist auch gut. Aber komm mal mit in den Hinterhof. Da war doch dieses Todesspiel mit dem Kreis, wo diese ganzen... Aber wir dürfen nicht gesehen werden. Ja. Durchs Fenster am besten. Hier, da sehen die uns nicht. Ja. Der hat mich gesehen, denke ich. Der hat sich umgedreht. Ja, nee, aber der macht nichts. Der hat nur was gerochen, Alter. Das ist Rufus. Ich habe Rufus ja die ganze Zeit vergessen. Egal, jetzt ist er da. Auch schön, dass ihr das jetzt aufhält. So. Oh, hier ist noch jemand. Da hat jemand auf mich geschossen. Warte, rechts. Lass dich mal anschießen und ich mache ein Foto. Okay, warte. Warte, Kameras auf Cooldown, Achtung. Ja, ich mach noch nicht. So, jetzt, ja, Mama. Okay, hast du... Ja, ich bin ready, ich bin ready. Oh, das ist ein Überschnappschuss. Alter, Elina, guck. Ja, warte, wir machen den K.O. jetzt einfach. Schaffen wir das? Also, ich habe eine Kamera als Waffe. Ich habe eine Schaufel. Ist jetzt auch nicht viel besser. Gott, wie hält denn der diese Knarre? Wie kann denn der so überhaupt treffen, Alter? Ja, von dem mache ich auch noch ein Foto. Bam. Aua! Da ist irgendwas gerade irgendwo explodiert. Was war das denn hier? Das ist doch ein Sprengstoff, illegaler. Wo explodiert hier was? Mann, wie viel hält denn der aus? Ey, hallo. Sag mal, weißt du, was hier explodiert ist, Elina? Hast du was mitbekommen? Nee. Doch, dahin ist was explodiert. Ich sehe das doch. Illegaler Sprengstoff. Warte mal, hier, was ist? Sagen Sie mal, Officer Gambo. Ja? Wieso fotografieren Sie Don Calzono vor dem Müllton? Ja, das ist ein Beweismittel. Warum ist hier was explodiert? Ja, ach, ihr habt diesen Sprung doch mal versucht. Ah ja. Elina, aber Fotos reichen nicht. Wir haben zwar schon ganz gute Beweise. Übrigens hier, ich habe einen richtig guten Schnappschuss. Hier, guck mal. Da wirst du gerade von diesen Typen angeschossen. Ach so, zeig mal. Ja. Don Calzono ist im Gebäude. So, warte mal. Der hat aber sicher noch in seinen geheimen Gemächern, hat er hier noch was versteckt. Wie kommen wir denn da hoch, Elvis? Ich habe gar nichts versteckt. Sie haben da mit Sicherheit was versteckt. Lass mich doch nicht verarschen hier. Ich bin Detective. Vielleicht. Kühlschränke, die sind Detective? Sauber. Detective? Detective in der Ausbildung. Ja, ich bin bald dein Vorgesetzter. Findest Nein, du das? Bist du nicht. Bald schon, vielleicht. So, also, wir wissen hier was. Wir müssen hier alles mal durchsuchen, Elina. Toilette ja, kannst du machen. Der hat ja mehrere Toiletten. Hä? Der hat eine Toilette mit mehreren Eingängen. Toilette. Da muss man ja 4 Schlösser machen, bevor man da mal auf Toilette gehen kann. Ja, stimmt. Das ist sonst unangenehm. Hier ist sein Schlafsaal Nummer 1. Hier ist nix. Schlafzimmer ist nix. Hier, Essen, Wohnzimmer ist auch nix. Hier ist auch nix. Hast du Toilette abgesucht? Also eigentlich schon, aber vielleicht muss ich... Nee, hier ist das geheime Tagebuch im Abflussrohr. Geheimes Tagebuch von Don Calzono, 7.3. Heute habe ich mir wieder 3 weitere Präsident des Jahrespreise auf Amazon bestellt. Ich wusste doch, dass die auf Amazon bestellt sind. Ich habe es immer gesagt. 8.30. Okay, der scheint irgendwie mit dem Datum Probleme zu haben. Oder 30.8. könnte umgekehrt auch sein. Bis jetzt merkt keiner, dass ich den echten Gefängnisdirektor verschwinden lassen habe und jetzt als Mafia-Boss das Gefängnis leite. Mein Plan funktioniert perfekt. Ey, das ist das perfekte Beweis, Elina. Hast du eine Tüte, so eine Plastiktüte, wo wir das so professionell mäßig reinmachen können? Nein, ich habe Erde. Reicht auch, muss jetzt für den Notfall auch mal reichen. Okay, dann haben wir genug. Wir müssen jetzt zum Gericht. Let's go, die Gerichtsverhandlung. Vor uns ist das Gericht. Dann let's go, Leute, wir müssen rein. Ich habe schon einen Termin gemacht, wir sind gleich dran. Hä? So schnell. Er hat gerade ein Foto gemacht. Ich mache auch mal ein Foto als Erinnerung, wie wir Don Calzone eingebuchtet haben. Warte, wir müssen alle posieren. Ja, los Calzone, geh vor, let's go. Er posiert einfach auch, du, heute ist dein letzter Tag in Freiheit. Bild gemacht. Er geht da mit seinen Pokalen rein. Richterin Ebru! Hallo, Ebru! Darf ich jetzt mal ein Foto machen? keine Fotos hier im Gerichtssaal. Okay. Bitte hinsetzen alle. Wo muss denn wer sitzen? Calzono, vertrittst du dich selbst, dein eigener Anwalt? Ich komme damit zurecht, ich vertrete mich einfach selbst. Ich hab mal die Tür zugemacht. Das wird so schief gehen wie deine Frisur, aber okay. Warte kurz, das haben wir. Zack. Okay, na, ich bin Ankläger, ja, let's go. Und Sie? Ich bin Zeuge, wurde ich vorgeladen. Ja, hinsetzen. Ja. Aber nicht lügen, ne? Nein. Ja, weiß ich nicht. Darf man nicht sagen. Ja, okay. Dann für seinen Ehepartner darf man lügen. Officer Gambo? Nein. Wir sind doch hier nicht im Standesamt, das beruhigen wir uns alle mal. Gut, herzlich willkommen zur Gerichtsverhandlung.
Starten Sie mal, Herr Calzono. Was ist denn hier passiert? Meine Öffnungsplädoyer. Was soll das? Ich hab das Wort. Ich hab Blähung, es tut mir leid. Das ist ein medizinisches Problem. Euer Ehren. Ja. Ich werde hier bezichtigt. Keine Fotos. Hab das gehört. Das ist auch so ein Teil. Ich werde schon den ganzen Tag werde ich bedrängt, fotografiert, ohne meine Zustimmung. Mir werden Sachen unterstellt. Ich komme damit überhaupt nicht mehr klar. Diese Leute hier machen mir das Leben zur Hölle. Und ich bin heute hier, um das zu beweisen, dass ich unschuldig bin und dass diese drei Leute, fürchterliche Leute, mich einfach zugrunde richten wollen. Das war's. Danke. Elina, willst du unser Eröffnungsplädoyer? Einspruch! Dieser Mann! Nee, nee. Darf ich reden? Ganz ruhig natürlich. Du musst so Hammer! Oh, also. Sorry, Mucki. Alter. Mucki hat Todesangst. Oh, ich tanze ein bisschen, um mich abzuregen. Ne? Also, dieser sogenannte Mafia-Boss hat uns festgenommen, hat uns in eine Schule eingesperrt, hat uns diversen Tests unterzogen. Wir waren seine Laborratten. Und das können hier... Wir haben Beweise. Wir haben eine dreistufige Beweiskette mit Fotos. Wir müssen aber wirklich aufpassen, was für Fotos wir da zeigen. Ne? Insbesondere die Fotos von Officer Gabo sind, glaube ich, nicht gut für unseren Fall. Und ein geheimes Tagebuch, was wir in der Toilette von Don Calzone gefunden haben. Da sind seine Fingerabdrücke auch drauf. Und, naja, den Zeugen Gabo, den Sie ja schon kennen. Okay, hallo. Ich würde dann gern erstmal bitte die Beweise sehen. Können Sie die bitte alle hier in die Kiste rein? Okay, wir müssen erstmal unsere Fotos kurz sichten. Okay. Also hier haben wir einen Ausflug gemacht, da sind wir gerade vorm Gericht, aber das ist jetzt nicht so interessant, aber können Sie sich gerne mal angucken. Hier ist ein Porsche. Wir wissen, wer so teure Autos fährt, muss kriminell sein. Hier ist die Toilette, auf die er uns gezwungen hat zu gehen. Gucken Sie sich das mal an. Hier ist ein wunderschönes Porträt, was ich geschossen habe. Das war sein erster Ausbruchversuch. Hier ist er, wie er mich mit einer Pizzaschaufel bedroht. Gucken Sie sich den aggressiven Blick an. Ja. Oh, okay. Da schreit er ja richtig. Elina, du hast noch das Foto, wo du angeschossen wirst. Oh ja, ganz wichtig. Also ich möchte hier auch natürlich Anzeige erstatten wegen gefährlicher Körperverletzung. Und zwar, als ich sein Haus betreten habe, entschuldigen Sie bitte, ich muss erstmal das Foto finden, hier habe ich's, da wurde ich von einem seiner Wachen angeschossen. Mit einer Minigun. Mit einer echten Waffe. Und jetzt haben wir noch das Tagebuch. Da steht drin, dass er den Gefängnisdirektor verschwinden lassen hat. Und er gibt selbst zu, dass er Mafia-Boss ist. Hier. Aha, geheimes Tagebuch. Das hier sind unter anderem seine Komplizen. Auch stark bewaffnet. Okay, gut. Herr Calzono, haben Sie denn was hierzu zu sagen? Ja, ich möchte mich ganz kurz mit mir selbst beraten. Okay. Ruh doch deine Gedenkleiter raus. Nein, der hat die wirklich. Das ist doch verboten, oder? Also, wenn es ihm hilft. Oh Mann, ey. Also, wir können ihm das erstatten. Giovino! Dieses Klicken! Euer Ehren ist verrückt. Entweder hören Sie jetzt auf mit den Fotos oder Sie müssen hier leider. Nee, Sie müssen anders mit ihm reden, damit er das rafft. So. Hallo, aua! Alles okay? Kann ich bitte die Kamera haben? Dann möchte ich, dass Officer Gambo in den Zeugenstand gerufen wird. Du rufst unsere Zeugen? Das ist riskant, aber okay, viel Spaß. Viel Spaß. Was ist denn jetzt? Was ist denn Muss jetzt? Muss ich mich denn hinsetzen? Ja, hier, von hier, hier. Nee, ganz hier. Da hinten, genau, da hinten, bitte. Wird das jetzt ein Kreuzverhör? Na, danach sind wir nämlich dran. Ja. Hallo, ist das an? Ist das Ding an? Ja, wir hören dich, das ist an. Ja, Muss er nicht noch erst unter so Eid gelegt werden? Was, wenn er lügt? Schwören Sie, dass Sie hier die Wahrheit sagen? Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Okay. Sie können warten. Okay. Officer Gambo, stimmt es, dass ich Sie immer rechtzeitig und ehrlich entlohnt habe? Es war zwar wenig, aber ja, das stimmt.
Officer Gambo, stimmt es, dass Sie mich schon immer als Ihren Vorgesetzten wahrgenommen haben? Ich muss mir Notizen machen. Ja, das stimmt. Officer Gambo, haben Sie mich jemals im Gefängnis erlebt, dass ich etwas getan habe, was rechtswidrig war? Ja. Eigentor, ein dickes Eigentor. Na, tanzen wir auf den Tisch. Lina, benimm dich. Hallo, wir sind hier im Gericht. Officer Gambo. Ja. Wenn ich so etwas Schlimmes verbrochen habe, dann tragen Sie es doch den Geschworenen vor. Bei der Gefängnisparty gab es nicht genug Donuts. Obwohl mir 14 Stück versprochen worden sind. Das stimmt, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Kriminell! Was? Das war bodenlos. Wirklich, ich wurde da mit Donuts angelockt. Zweimal! Kann ich nachvollziehen. Eigentlich waren wir das, Selina, aber egal. Nein, nein. Okay, dann... das war's zu meiner Befragung. Okay, jetzt bin ich dran. Kreuzfeuer. Darf ich auch die Leiter benutzen? Das sieht so cool aus. Bitte schön. Oh, ah. Ja, dürfen Sie. Arschbombe! Hey, ja. Hallo! So, Officer Gambo, ne? Sie waren ja lange Jahre beschäftigt in der Strafvollzugsanstalt, wo Don Calzono der Direktor war. Das ist korrekt. Kennen Sie denn noch den Direktor, der vor Don Calzono dort war? Persönlich habe ich ihn nie kennengelernt, muss ich sagen. Aber ich habe vieles über den netten Mann gehört. Der soll wohl ganz viel Gehalt gezahlt haben. Okay. Und wissen Sie auch, warum die Person plötzlich nicht mehr auf Arbeit gekommen ist? Von einem auf den anderen Tag? Er hatte einen tragischen Autounfall. Ein Autounfall, Ja, okay. Sie hatten ja bereits ausgesagt, dass doch Calzono sich nicht so ordentlich als Gefängnisdirektor benommen hat, ne? Sie meinten, da sind Straftaten verübt worden. Und ich möchte Sie mal daran erinnern, weil Sie kommen anscheinend, ist es Ihnen entfallen, oder Sie haben es mit Absicht nicht gesagt, gab es nicht TikTok-Livestreams, teilweise mit Insassen in Zellen auf dem Kanal von Direktor Logo? Oh. Wurde da nicht die Privatsphäre von hunderten Insassen verletzt? Das stimmt, ja. Ich denke, die Live-Matches kann man jetzt noch nachverfolgen. Hat er nicht sogar TikTok-Live-Matches gemacht? Und sollte der Insasse das Live-Match verlieren, wurde seine Haftstrafe verlängert, damit er maximale Spenden bekommt? Ja, das stimmt auch. Ja. Und ich musste immer Rosen schicken, damit er doppelte Punkte bekommt. Und das musste ich selber zahlen. Und sie hatten doch auch ausgesagt, setzen Sie sich hin, Don Calzone. Und sie hatten doch auch ausgesagt, dass das Gehalt dürftig war. Ne, niedrig hatten sie es, glaube ich, genannt. Ja. Sind wir denn hier im Bereich von 12 Euro die Stunde Mindestlohn? Na, das hat sich für mich nicht 12 so... 12 Euro die Stunde? 12 Euro die Stunde. Auf gar keinen Fall. Das heißt, er hat nicht den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn gezahlt. Nein. Ich bin fertig. Fertig. Ich bin schockiert. Das ist ja... viel schlimmer als gedacht. Okay. Wir haben uns jetzt beide Seiten angehört. Zeugen? Den Zeugen. Gott, ich weiß nicht, wo die ihren Richterschein gemacht hat. Hallo. Wollen Sie hier eine Geldbuße bekommen? Nee. Oh Gott, ich bin schon pleite. Okay. Nee, bitte nicht. Gut, wir gehen jetzt in die Besprechung. Findet eine Bestechung statt? Was für eine Bestechung? Der hat Goldbarren in der Hand gehabt. Sie bitte. Was? Euer Ehren, wollen wir uns da nicht nochmal drüber unterhalten? Wir gehen hier mit den Leuten zusammen kurz in die Besprechung und in einer halben Stunde sind wir wieder da. Euer Ehren, ja. Ich möchte gerne noch einen Überraschungszeugen aufnehmen. Nein, Überraschungszeugen? Okay, aber ja, das hat sich ja jetzt, das hat sich jetzt gerade nur spontan ergeben, weil es ja auch nur spontan zu dieser Anhörung jetzt hier gekommen ist. Okay, Ausnahmegenehmigung, die Frage geht weiter. Das ist illegal. Einspruch, Euer Ehren. Nein, abgelehnt. Mann. Officer Gambo, heben Sie sich mal bitte. Wer ist denn da ein Überraschungszeuge? Ich rufe Agatha in den Zeugenstand. Agatha? Die ist gestorben. Gaming? Naja. Agatha? Nein, Agatha, du lebst? Du bist es wirklich. Ich bin es, Agatha. Warum lebst du? Also ich finde es gut, dass du lebst, verstehe mich nicht falsch. Aber bitte auch mich nicht. Ja, wir haben jetzt hier... Das musste sein, die soll den Toten auferstatten. Richterin Ebro, Agatha ist mit zwei Waffen ausgestattet. Linken und rechten Bizeps Waffen? Müssen sie abnehmen. Nee, das kann man nicht abnehmen, das ist in Ordnung. Ich erlaube es. Setzen Sie sich bitte hin. Also, Agatha, freut mich, dass du hier erschienen bist. Das ist ein bisschen spontan, aber
Es ist auch wichtig, denn es geht hier darum, ob ich ins Gefängnis komme oder nicht. Denn diese drei Herren hier... Oh. Wir sind keine drei Herren. Einspruch, euer Ehren! Diese drei Kriminellen, ich habe mich ein bisschen verhaspelt, diese drei Kriminellen belästigen mich und haben Fotos von mir gemacht. Und nur einer von uns. Schon wieder! Hey. Oh, bitte raus. Das war ein Außersehen. Raus für 5 Minuten. Officer Gambo muss sich von dem Gerichtssaal entfernen. Ah, mein Kopf. Mann! Okay, weiter. Ja, und Frau Apfelbaum, wie Sie eventuell ja vielleicht auch mitbekommen haben, gab es da einige Vorfälle, die mich jetzt, wenn wir die hier vortragen, ins rechte Licht rücken. Ja, also ich kann bezeugen, dass der Direktor immer ein rechtschaffender, guter Mann war. Ich höre wohl nicht richtig. Ich möchte mal an einen Moment mich zurückerinnern, als mir etwas versprochen wurde für einen Ausbruch. Krebs mit Nutella. Was ich nie erhalten habe. Ja. Das haben wir jetzt davon. Hätten wir es mal gemacht. Ich habe es nie erhalten. Ben hat mir mehrfach Sachen versprochen, die ich nicht bekommen habe. Das Einspruch, das hat er mit dem Fall gar nichts zu tun. Ich musste für ihn Verbrechen verüben, den Direktor belügen. Ich musste Leute zusammenschlagen. Da hören Sie es! Da hören Sie es! Aus erster Hand! Aus erster Hand hören Sie es! Okay, okay. Haben Sie noch weitere Fragen an Agatha? Agatha? Sehen Sie mich als den Original Gefängnisdirektor an. Kommt wieder rein, so. So, alles gut, wir haben es geklärt. Ich hoffe, den haben sie zusammengeschlagen. Der Original. Ja, ich würde schon sagen, dass sie schon für immer der Gefängnisdirektor waren. Mir wird schwindelig. Mir wird schwindelig. Da hören Sie es. Brauchen Sie einen Arzt? Nee, alles gut, alles gut. Alles gut. Was geht raus an die Geschworenen, ne? Um nochmal zu verdeutlichen. Lina, du machst die Befragung, let's go. Dass die beiden bereit sind, hier. Das ist wichtig, das entscheidet jetzt den ganzen Fall. Alles steht und fällt mit deiner Frage. Also, wieder keinen Stress machen, aber. Was soll ich denn für eine Frage stellen? Oh, irgendeine, die uns was bringt. Ich hatte noch nie so viel Redeanteil. Agatha, weißt du noch, als wir zusammen die Wäsche gemacht haben? Ja. Das war doch so viel Zusammenhalt. Oder als wir zusammen dein Workout gemacht haben. Ah, ja. Du weißt doch, er hat dich nur, weißt du noch, die Olympiade. Da bist du im Rollstuhl gelandet. Ich konnte 2 Wochen kein Workout machen. Das war eine verdammt schlimme Zeit. Also dieser Don Calzono. Ja, also es ist richtig. Ben hat da leider vergessen, dir das Proteinpulver rüberzugeben. Aber das Proteinpulver kann er nachholen, sobald Don Calzono im Knast ist. Oh, das wird aber schon wieder so ein leeres Versprechen. Nee, ich schwör. Gambo, geh mal schnell zu Penny und hol mal Proteinpulver. Wird das eine Bestechung? Nein. Okay, man kann doch klar wahrnehmen, dass sie ihn versuchen zu bestechen. Nee, das ist gerade eine normale Unterhaltung. Ich hab das Proteinpulver gefunden. Alter. Da ist es. Moment, ich muss... Boah, das ist mir jetzt, glaube ich, immer gefallen. Einfach durch die Nase. Oh, die Gains. Ja, Mann. Okay, euer Ehren. Dieser Mann dort drüben ist schuldig. Er ist, ist es nicht der Gefängnisdirektor. Ah, okay. Ha, das hast du davon. Ha, friss meine Shorts. Gut, wir haben uns jetzt beide Seiten angehört. Die Zeugin ist jetzt entlassen. Sie dürfen nach Hause gehen. Tschüss, Agatha. Und wir sprechen uns in einer halben Stunde mit hier Herrn Banks, Frau Elina und Herrn Calzono. Gut, bitte nehmen Sie Platz. Ich eröffne die Sitzung des ersten Senats des Bundesstrafgericht zur Verkündung des Urteils des Verfahrens über die Anklage gegen Herrn Don Calzono. Es wird folgendes Urteil verkündet. Im Namen des Volkes, aufgrund der mündlichen Verhandlungen des heutigen Tages, haben die Geschworenen wie folgt entschieden. Herr Calzono ist schuldig. Oh, yeah. Gambo, mach ein Foto. Ich hab's.
Mach wohl, jawohl. Die Strafe umfasst 80 Jahre. Oh. Hinter Gittern. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Sie dürfen den Saal verlassen. Nini, Schule aus, ab nach Haus. Ab zur Uber, Leute. Alles erledigt. Den Saal verlassen. Tschüssi. Denken. Boah, Leute, das war so ein krasses Abenteuer, aber wir haben es überstanden und für Gerechtigkeit gesorgt. Wisst ihr, am Ende war einfach wichtig. Freundschaft und Zusammenhalt. Und Proteinpulver. Proteinpulver. Ja, in dem Sinne, Leute, ich wünsche euch eine Menge Proteinpulver.